Willkommen bei Wordconomy. Heute schauen wir uns die verschiedenen Organisationsformen sowie deren Vor- und Nachteile an. Fangen wir direkt mal mit dem klassischen Einliniensystem an. Das Einliniensystem zeichnet sich durch seine klare Hierarchie aus. Beim Einliniensystem steht der Chef oder CEO ganz oben im System. Dieser besitzt die höchste Entscheidungsbefugnis und ist in der Lage, Aufgaben an untergeordnete Positionsstufen abzugeben, also zu delegieren. Die Position unterhalb des Chefs besitzt die zweithöchste Entscheidungsbefugnis und kann ihrerseits ebenfalls Aufgaben weitergeben. Hier kann es sich zum Beispiel um eine Bezirksleiterin handeln. Diese kann dann zum Beispiel Aufgaben an die einzelnen Lageristen des Unternehmens weitergeben. Auf der untersten Stufe des Einliniensystems können jedoch keine Aufgaben mehr weitergegeben werden, sondern lediglich ausgeführt werden. Ein Vorteil des Einliniensystems ist seine klare Struktur. So werden die Mitarbeiter in der Lage sein, die Gesamtstruktur des Unternehmens sowie ihre konkreten Aufstiegsmöglichkeiten richtig einzuschätzen. Ein weiterer Vorteil besteht in der Tatsache, dass Aufgaben, sofern sinnvoll, delegiert werden können und sich die Mitarbeiter auf den einzelnen Stufen nur mit geeigneten Aufgaben beschäftigen. Ein Nachteil des Einliniensystems ist seine doch sehr strenge Hierarchie, welche einzelnen Mitarbeitern das Gefühl geben kann, übergeordneten Kollegen nicht auf Augenhöhe zu begegnen, was sich somit eventuell negativ auf die Motivation der Mitarbeiter auswirkt. Ein weiterer Nachteil besteht in seiner Anfälligkeit bei Ausfällen einzelner Mitarbeiter. Da jeder Mitarbeiter lediglich mit seinem spezifischen Aufgabenbereich vertraut ist und Aufgaben, welche nicht in den persönlichen Aufgabenbereich fallen, delegiert, kann sich ein Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters gegebenenfalls negativ auf das gesamte Unternehmen auswirken. Da diese Tätigkeit so lange ruhen muss, bis der betroffene Mitarbeiter seine Arbeit wieder aufnehmen kann oder bis Ersatz gefunden wurde. Weiter geht's mit der Organisationsform der funktionalen Organisation. Bei der funktionalen Organisation sind die Arbeitsplätze, wie der Name es vermuten lässt, nach funktionalen Kriterien gegliedert. An der Spitze der funktionalen Organisation steht wieder der Chef bzw. die Chefin. In unserem Beispiel kümmert sich eine Mitarbeiterin um die Sales, also um die Verkäufe. Hier versucht die Mitarbeiterin, Kunden zu gewinnen und Geschäftsbeziehungen zu bilden. Ein weiterer Mitarbeiter ist für den Bereich Operations verantwortlich. Der Bereich beinhaltet die Entwicklung und die Verbesserung des Produktes. Da das Unternehmen ohne eine angemessene Buchführung nicht auskommt, kümmert sich eine weitere Mitarbeiterin um den Bereich Accounting. Hier kommt es etwa zur Erstellung des Jahresabschlusses. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen dieser Organisationsform. Ein Vorteil der funktionalen Organisation besteht in seiner flachen Hierarchie unterhalb der Führungskraft. So sind die Mitarbeiter der funktionalen Bereiche in ihrer Entscheidungskompetenz in der Regel gleichberechtigt, was sich positiv auf deren Motivation auswirken kann. Ein weiterer Vorteil besteht in der hohen Autonomie der einzelnen Bereiche. Das heißt, dass diese weitestgehend selbstständig arbeiten und nicht auf die Arbeit der weiteren Bereiche zwingend angewiesen sind. Dies führt zu einer hohen Flexibilität sowie einer hohen Kompetenzbildung der einzelnen Bereiche, da diese mit ihrer täglichen Arbeit sehr vertraut werden. Auf der anderen Seite führt die hohe Autonomie zu einem erhöhten Bürokratieaufwand, was einen Nachteil dieser Organisationsform darstellt. Wenn die einzelnen Bereiche nämlich weitestgehend selbstständig arbeiten, kann sich eine eventuelle Abstimmung zwischen den Bereichen als sehr schwierig gestalten, da sich jeder Bereich ja nur um seine eigenen Tätigkeiten kümmert. Außerdem können übergreifende Verbesserungen der Abläufe nur schwierig umgesetzt werden, da jeder Bereich diese Verbesserungen ja einzeln umsetzen muss, was zu Verzögerungen führen kann und somit einen weiteren Nachteil darstellt. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die sogenannte divisionale Organisation an. Die divisionale Organisation zeichnet sich durch ihren Produkt- oder Dienstleistungsbezug aus. Hier wird das Unternehmen also in sinnvoller Weise in Bezug auf das Produkt oder die zu erbringende Dienstleistung gegliedert. In unserem Beispiel handelt es sich um ein Finanzunternehmen, bei welchem sich die Bereiche je nach der Vermögenssituation der einzelnen Kunden richtet. Auch hier steht der Chef wieder an der Spitze der Organisation.
Ein Mitarbeiter wird etwa mit der Beratung der Kunden mit einem durchschnittlichen Vermögen vertraut. Eine weitere Mitarbeiterin übernimmt die Betreuung der Wealthy, also der wohlhabenden Kunden, während sich ein weiterer Mitarbeiter ausschließlich um die Ultra Wealthy, also den besonders wohlhabenden Kunden, kümmert. Ein Vorteil dieser Organisationsform besteht wieder in der flachen Hierarchie sowie der Möglichkeit des autonomen Handelns der einzelnen Bereiche. Da sich diese Organisationsform rund um das Produkt oder die Dienstleistung dreht, weist die divisionale Organisation häufig einen besonders hohen Kundennutzen sowie eine besonders hohe Marktnähe auf, was die Innovationsstärke der Mitarbeiter steigert und einen weiteren Vorteil darstellt. Ein Nachteil der divisionalen Organisation besteht ebenfalls in Bezug auf die erschwerten Abstimmungsmöglichkeiten und des erhöhten Bürokratieaufwandes. Außerdem kann die Bereichsunterteilung auf Produkt- oder Dienstleistungsebene dazu führen, dass Verbesserungen der einzelnen Bereiche nur schwierig auf die weiteren Bereiche übertragen werden können und somit die Gefahr großer Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Bereichen besteht, was als Nachteil dieser Organisationsform verstanden werden kann. Natürlich gibt es noch weitere Organisationsformen, welche je nach Unternehmen als passender oder unpassender angesehen werden können. Somit weisen alle Organisationsformen große Vorteile, aber auch große Nachteile auf. Jedes Unternehmen sollte also die für sich passende Organisationsform finden, um den Erfolg des Unternehmens zu erhöhen. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Organisationsformen zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.